Ihrem Publikum? Ja. Ihrem Publikum seht die meiste Zeit mehr als ich, weil mein Bildschirm gerade tot ist. Und erstmal gibt es auch ein bisschen was auf die Augen. Also, ein geodätischer Dom, noch einer. Ein kleiner aus Pappe. Ein sehr großer für das Eden Project in Wales, soweit ich weiß. Nochmal das Eden Project in Nahaufnahme. Eine Gruppenkonstruktion für das amerikanische Militär, an der man schon mal sehen kann, dass diese Konstruktionen einerseits sehr leicht sind und andererseits sehr stabil, sodass sie eben auch durch die Luft transportiert werden können, dass sie an einem Ort gebaut und dann sehr leicht zu einem anderen gebracht werden können. Eine aus Wellblech, die entworfen wurde, um Behausungsprobleme in einem bestimmten Gebiet in Afrika zu lösen, wo die Haustiere der Bewohner angefangen hatten, so viel Gras zu verbrauchen, dass das Gras, was die ursprünglich, also die Menschen sozusagen zum Bauen ihrer Behausung bisher benutzt haben, nicht mehr ausreichte, sodass das jetzt sozusagen die Ersatzkonstruktion sein sollte. Das ist ein Beispiel für eine Konstruktionszeichnung, so einer zum Beispiel Pappkuppel, das wir dann etwas wohlhabende und größere. Das ist eine der größten, die bisher gebaut wurde, also ein Ausschnitt daraus, der Pavillon für, also der amerikanische Pavillon der Weltausstellung in Montreal, ich glaube 89 war das. Das Besondere an dieser Kuppel war, die war ursprünglich noch verkleidet, also was wir jetzt sehen, ist nur die reine Verstrebung, sozusagen die Konstruktion, da war noch eine Art Folie dazwischen gespannt, diese Folie ist komplett abgebrannt. Die Kuppel ist stehen geblieben. Also das Ding ist eigentlich ausgebrannt, aber das Ding steht heute noch. Das ist also eine noch wesentlich größere. Das ist eine Automobilfabrik in Baton Rouge in den USA. Also hier die Luftaufnahme hier von innen. Ein besonders gutes Beispiel für eine weitere Eigenschaft dieser, also eine weitere Eigenschaft dieser Kuppeln, nämlich dass mit keiner Zwischenverstrebung, also ein sehr großes Gebiet überkuppelt werden kann. Also eine konventionelle Konstruktion bräuchte da jetzt noch irgendwelche Säulen, die in der Mitte rumstehen. Und hier ist halt nichts. Also es kuppelt sich sozusagen einfach vom Rand her auf und braucht keinerlei weitere Unterstützung. Das ist Buckminster Fuller, der diese Kuppeln entworfen hat. 83 gestorben ist, vor einer Kuppel auf Hawaii. Das ist der Kaiserdom. Das ist ein Konzertsaal. Dieser Konzertsaal, also die Einzelteile wurden, glaube ich, auch in den USA gefertigt und dann nach Hawaii geflogen und innerhalb von 22 Stunden zusammengebaut, also die komplette Kuppel innerhalb von 22 Stunden zusammengebaut. In der 24. Stunde war schon das örtliche Orchester anwesend und hat das erste Konzert gegeben. Ja. das ist auch ein geodätischer Dom, nicht weniger als das hier zum Beispiel. Und das hier werden einige von euch auch live kennen. Also, wer weiß, vielleicht sitzt die Person, deren Bein wir da sehen, gerade im Raum. Hier ein paar Chaosmenschen beim Aufbau dieser Kuppel. Ja. und hier sieht man jetzt ein bisschen mehr sozusagen das Wesentliche an der Konstruktion dieses Exemplars. Und zwar, also gehe ich jetzt mal einfach hin, das ist leichter. Also, dass sie grundsätzlich alles aus Dreiecken zusammen ist, also trianguliert. Und diese Dreiecke sich in der Regel zusammensetzen zu Sechsecken. Also hier wäre das erste Sechseck sozusagen mit einigen Pentagonen, also Fünfecken. Also das hier wäre jetzt das erste Fünfeck. Die anderen sind dann da hinten nicht mehr richtig auf dem Bild. Diese Konstruktion von, also dass sie aus, sich aus Dreiecken zusammensetzen mit einer bestimmten Anzahl von Pentagonen und dazwischen halt Sechsecken, ist eine Eigenart aller dieser Dome, dieser geodätischen Kuppeln.
Das Besondere an einem Dreieck okay, nochmal ein bisschen. Sprung, Sprung, Sprung. Das ist nicht nur eine besondere Eigenschaft dieser Dome, sondern auch zum Beispiel der Fullerene, also bestimmte Kohlenstoffmoleküle, die nach Buckminster Fuller benannt wurden, weil ihre Struktur eben genau die gleiche ist. Da habe ich das auch noch mal ein bisschen eingezeichnet. Also in der Mitte sieht man hier jetzt das Pentagon, umgeben jeweils von einem Kranz von Sechsecken und dann an den Ecken wieder so gerade, dass man es jetzt nicht mehr sieht, werden die nächsten fünf Ecke. Okay. Das ist auch das Muster eines Fußballs, wobei ich bei dem Fußball schon mal anmerken möchte, dass man jetzt sieht, dass das keine Dreiecke sind, auch bei dem also Fullerene gerade eben, dass man diese Dreiecke nicht mehr erkennt. Dazu kommen wir später, warum das so ist. Ja, und jetzt das Dreieck selbst. Also was ihr hier seht, ist sozusagen eine schematische Darstellung von einer unterschiedlichen Anzahl an langen Stäben an einer Schnur. Das Konzept Perlenkette. Rechts unten drei Perlen. Man versucht sie, also wie sie sich formieren sozusagen. Man fädelt drei Perlen, drei längliche Perlen auf eine Schnur auf, bindet sie zusammen und hat ein Dreieck. Und egal, was man damit macht, solange man es nicht zerbricht, es bleibt immer ein Dreieck und das verändert seinen Winkel nicht, es fällt nicht auseinander, es bleibt einfach. Also links davon sozusagen die vier Perlen, die sich halt zu einer Linie zusammenfalten, also keine eigene Form bilden. Dann die fünf Perlen, die wieder sozusagen ein Dreieck plus einen Strich bilden, die sechs Perlen, die sich zusammenlegen und so weiter und so fort. Und das geht eben weiter bis ganz oben. Und kann man auch, also wenn man Spaß daran hat, auch immer noch weiterspielen und weiterspielen und weiterspielen. Was dabei rauskommt, ist, dass diese Dreieckskonstruktion einfach die einzig wirklich stabile ist, die einzige, die ihre Form hält. Und alles andere klappt sich irgendwie zusammen, klappt zur Seite, ist irgendwie flexibel, kann verformt werden. Das Dreieck ist das Einzige, was bleibt. Das hier sind die drei der insgesamt fünf platonischen Körper, die rein aus Dreiecken zusammengesetzt sind. Ganz oben das Tetraeder als der Körper mit der geringsten Anzahl an Flächen, der wirklich ein geschlossener Körper ist. Und für diese drei Körper gilt, dass sie dadurch, dass sie eben aus Dreiecken zusammengesetzt sind, auch selbst nicht verformbar sind. Also im Gegensatz zu einem Würfel, wenn man sich einen Würfel vorstellt, der nur aus, der nicht aus einem, zum Beispiel aus Pappe zusammengebastelt ist, mit irgendwie wirklich geschlossenen Seiten, sondern ein Würfel mit offenen Seiten, zum Beispiel auch aus einer Perlkonstruktion oder irgendwelche Stäbe, die man mit Knete zusammengeklebt hat oder irgendwie sowas, ein Würfel wird umkippen. Also das kennt man auch bei einem Regal zum Beispiel. Ein Regal, dessen Rückwand nicht verstärkt ist, hat die Tendenz einfach so zur Seite zu kippen. Das haben Häuser natürlich auch, deren Wände nicht verstärkt sind. Das merkt man aber bei diesen ganzen Rechteckskonstruktionen in der Regel nicht, weil sie eben nie nur aus Verstrebungen bestehen, sondern eben, also eine viereckige Wand wird natürlich dadurch gehalten, dass sie sozusagen aus lauter mini kleinen Dreiecken zusammengebaut ist. Naja, wie auch immer. Also diese drei Körper spielen eine besonders große Rolle bei Fuller. Sie werden immer wieder auftauchen. Links das Ikosaeder ist sozusagen die Grundform aller geodätischen Dome, wenn man so will. Da fehlen jetzt die fünf Ecke, die kommen aber gleich. Hier zum Beispiel das erste. Vorerst soll die Vorstellung sein, dass diese fünf Ecke der geodätischen Dome und auch der Fullerene daher kommen, dass sozusagen die Ecken eines Ikosaeders gekappt wurden. Das wird später noch ein bisschen komplexer, aber das ist jetzt erstmal das Bild. Das Dreieck hat außer seiner besonderen Stabilität auch noch viele andere Eigenschaften.
Fuller war auch also wirklich richtig verliebt in das Dreieck. Er hat auch versucht, relativ viele konventionelle Rechenoperationen, die halt aus der Geometrie abgeleitet werden, wie zum Beispiel die Quadratur, auf das Dreieck zu übertragen oder auch vom Dreieck herzuleiten. Und das hier ist zum Beispiel die Quadratur des Dreiecks. Also jede Seite des Dreiecks hat sozusagen, ist sozusagen 4, wenn man so will. Also 4 mal 4, was man natürlich als Quadrat darstellen kann. Und dann kommt 16 raus. Und bei 4 mal 4 als Dreieck kommt eben auch 16 raus. Also indem man einfach diese Fläche in ihre Einzelteile unterteilt. Das ist ein Teil, der im Rest des Vortrags relativ wenig wichtig nur sein wird. Fuller war nämlich sehr verliebt in ganze Zahlen und er hat versucht, aus seiner Geometrie auch eine Mathematik der ganzen rationalen Zahlen herzuleiten, wo irgendwie so diese ganzen komischen irrationalen Zahlen und Pi und all das, das konnte er überhaupt gar nicht ausstehen. Das war irgendwie, das meinte er, es kann doch nicht sein, dass irgendwie, also Pi wäre, also nee, das ist irgendwie nichts. Das hier wiederum ist jetzt nicht mehr ein Experiment mit einer Perlenkette oder einer Perlenschnur, sondern Kugelpackung. Also das Problem der engsten Kugelpackung ist jetzt auch nichts großartig Neues. Da hat sich schon Kepler mit beschäftigt und ist auch zu ähnlichen Schlüssen gekommen teilweise. Es ist klar, wie Kugeln am engsten gepackt werden können. Also das kann man noch unterteilen in die endliche und die unendliche Kugelteilung. Wir beschäftigen uns hier nur mit der unendlichen. Ganz oben sieht man eine, also sieht man nicht die innere Kugel, aber das ist die Konstellation, die sich ergibt, wenn man halt 12 Kugeln um eine einzige innere Kugel packt, so eng wie es geht. Und auf der rechten Seite sieht man die Darstellung, die herauskommt, wenn man die Kugelmittelpunkte verbindet. Das ist ein Kuboktaeder. Diese Kugelpackung kann man natürlich immer weiterführen. Man kann immer noch eine Schicht Kugeln drüber machen, noch eine Schicht Kugeln machen, noch eine Schicht Kugeln drüber machen. Und die Form bleibt immer die gleiche grundsätzlich. Nur die Frequenz der Seiten erhöht sich. Das ist auch ein wichtiges, also wichtiger Begriff für Fuller. Die Frequenz der Seiten. Also er hat es nicht unbedingt so sehr mit festen Maßen, das ist jetzt so und so lang, sondern bei ihm geht es immer nur um den Winkel und die Frequenz. Und er besteht auch darauf, dass bestimmte Strukturen einfach maßstabsunabhängig sind. Also dass man die größer machen kann, kleiner machen kann und die grundsätzlichen Eigenschaften halt die gleichen bleiben. Das hier ist jetzt die Fassung mit, wie die Fünfecke auf das Icosaeder kommen, formuliert mit der Frequenz eben. Hier habe ich versucht, in das Icosaeder von vorhin, also das sozusagen einmal Icosaeder von vorhin, aus dem einmal Icosaeder ein zweimal Icosaeder zu machen. Und dabei merkt man, dass eben, also dass eben genau diese fünf Ecken rauskommen. Also man tut einfach dieses Dreieck nochmal in Dreiecke unterteilen und plötzlich hat man an der Ecke diese, also die Ecke sozusagen gekappt und das Pentagon. Das trifft sich mit den geodätischen Domen an einer bestimmten Stelle und zwar sind sämtliche Ecken der Konstruktion eines geodätischen Doms liegen sozusagen auf einer Kugeloberfläche. Das trifft auch für alle fünf platonischen Körper zu, dass alle Ecken auf einer, also auf der Oberfläche ein und derselben Kugel liegen. Und mit dieser Unterteilung, also mit der Erhöhung der Frequenz des Icosaeders, kann man das einfach immer weiter einer Kugeloberfläche annähern. Also man baut das dann halt so, dass, also diese, wenn man das jetzt weiterführen würde, ja, also diese Ecke so ein bisschen rausgehoben wird, dass sie auch wieder auf der Kugeloberfläche liegt und so weiter und so fort, womit sich das einfach immer mehr einer Kugel annähert und auch jeder einzelne Dom einfach als Ausschnitt einer Kugel betrachtet werden kann. Hier ist eine Konstruktionszeichnung für eine Patentschrift von Fuller, wo also mit sehr hoher Frequenz,
Da bin ich. Und hier in der Mitte ist dieses kleine Mini-Pentagon wieder. Hier wäre es wieder eins, da wäre eins, da wäre eins. Hier sieht man einen Fullerene C60, also Kohlenstoff mit 60 Molekülen, das mit relativ geringer Frequenz. Hier ist ein größeres mit höherer Frequenz, jeweils in den Ecken, das Pentagon. Hier nochmal ein Icosaede aus der Perspektive der Kugelpackung. Denn wir hatten vorhin dieses Kuboktaede, was sich aus der engsten Kugelpackung ergibt. Das Icosaede ist sozusagen die Form, zu der dieses Kuboktaede zusammenrutscht, wenn man die eine mittlere Kugel rausnimmt. Ich hatte gesagt vorher, das waren 12 Kugeln um eine Kugel in der Mitte gruppiert. Und wenn man diese eine Kugel in der Mitte rausnimmt, rutscht das einfach alles wieder ein bisschen zusammen und das Icosaeder kommt raus. Das ist jetzt ein einzelnes Dreieck sozusagen, eines relativ auch hochfrequenzigen Icosaeders, wo nochmal diese Krümmung ein bisschen stärker rauskommt. Kugelpackung in der Ebene und nochmal das Kuboktaeder, das ist jetzt aber eigentlich im Wesentlichen eine Wiederholung. Ja, okay. Dieses Kuboktaeder ergibt ein bestimmtes Gitter, wenn man mehrere davon einfach aneinander reiht. Das ist dasselbe Gitter, was man hat, wenn man einfach nicht nur eine begrenzte Anzahl von Kugeln eben aneinander legt, sondern einfach zum Beispiel wie hier eben diese sozusagen zwei Reihen hoch und unendlich breit oder weit packt und deren Mittelpunkte wieder verbindet. Das nannte Fuller das Vektorequilibrium, also das Vektorengleichgewicht, das isotropische Vektorengleichgewicht, was ausdrücken sollte, dass es in jede Richtung genau gleich ist. Und er versuchte damit, das sozusagen als Gitter zu nehmen für Konstruktionszeichnungen, für Rechnungen, für einen grundsätzlichen Versuch, die Welt einzuordnen, zu verstehen, anstelle des kartesianischen Koordinatensystems. Man kann es eben einerseits, wie ich am Anfang gesagt habe, betrachten als zusammengesetzt aus diesem Kuboktaeder. Man kann es aber auch als eine Schachtelung von Tetraedern und Oktaedern betrachten, die ja beide, da sie nur aus Dreiecken bestehen, sehr stabile Figuren sind. Das Kuboktaeder selber ist nicht besonders stabil. Das sind sozusagen Ausschnitte aus einem Vektorequilibrium, dem man praktisch jede Form geben kann. Diese Art der Verstrebung, sag ich mal, wird häufig benutzt für Tragflächen, auch für Säulen, weil es außerordentlich stabil ist. Also es wird auch davon gesprochen, dass wenn es irgendwo einen Wettbewerb gibt, wer mit dem geringsten Material oder dem geringsten Gewicht eine Säule konstruiert bekommt, die die maximale Tragkraft hat, dass so eine Konstruktion immer gewinnen wird. Das ist sozusagen nochmal auch eine Form, die man als Einzelteil davon auffassen kann, also ein Kuboktaeder sozusagen aus einer anderen Perspektive, wo man sieht, dass halt sozusagen das Innere eines Kuboktaeders, wenn man das auffasst, eben als so aufgespannt aus Stäben und Fäden, ein Rhombendodekaeder ist, was aber uns nicht weiter interessieren soll gerade. Der nächste, eigentlich, also grundsätzlich erstaunliche Punkt an Fuller ist, dass er eben meint, Punkte, Graden und Ebenen gibt es nicht und wir sollten uns eigentlich auch nicht weiter mit ihnen abgeben. Ein Punkt ist eine Vorstellung. Es ist klar, dass die alten Griechen irgendwie da drauf kamen, weil da gab es halt irgendwas, das war irgendwie so klein, dass sie wussten, da ist irgendwas, aber nicht sehen konnten, wie groß, was für eine Form, riecht das irgendwie komisch. Und das heißt, ein Punkt ist einfach damals das gewesen, so das Kleinste, was man halt noch erkennen konnte, wo man aber nicht sagen konnte, dass es irgendwelche Eigenschaften hat. Und deswegen hat man gemeint, da ist halt was, aber das hat halt keine Dimension. So. Inzwischen haben wir aber Mikroskope und können uns den Punkt genauer anschauen und sehen halt, auch der Punkt hat
bestimmte Form. Auch der Punkt kann in noch kleinere Punkte aufgelöst werden. Auch der Punkt vergeht irgendwann. Aber es geht nun weiter, dass halt also die gerade sozusagen alles zusammengesetzt aus lauter Punkten inzwischen immerhin also ja eine Dimension hat, aber eigentlich auch irgendwie so ein nicht existierendes Ding ist, mit dem man eigentlich nicht viel anfangen kann. Und dann aus diesem nicht existierenden Punkt wird halt diese nicht existierende Gerade zusammengesetzt und aus lauter nicht existierenden Geraden dann eine Ebene, die immerhin schon das Glück hat, zwei Dimensionen haben zu dürfen. Aber also jetzt im sozusagen postmikroskopischen Zeitalter wissen wir, dass alles, was von oben aussieht wie eine Ebene, wenn man genau drauf schaut, halt aussieht wie dieses Bild hier. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht gewählt, eigentlich eine Eierschale. Naja, Eierschale ist natürlich nicht eben, eine Eierschale ist auch rund, aber also, dass man sich so sozusagen eigentlich eine Ebene vorzustellen hat als ein Geflecht von lauter Vektoren-Kräftebeziehungen, die ineinander verschlungen sind, die auch hin und her vibrieren und die einfach eine so hohe Frequenz haben, dass wir sie halt nicht auseinanderhalten können. Wichtig an der Stelle wieder der Begriff der Frequenz. Das heißt, dass etwas, was von so hoher Frequenz ist, dass wir sozusagen die Einzelteile nicht mehr sehen können, uns halt als ein Kontinuum erscheint, auch wenn das falsch ist. Und dass etwas von so geringer Frequenz, dass wir die Wiederholung nicht erkennen können, uns halt als ein Einzelteil erscheint, ein zusammenhangloses, auch wenn das eben falsch ist. Also das Beispiel immer für die hohe Frequenz, ein Atom, was wir natürlich nicht sehen können, oder Dinge, die halt aus Atomen zusammengesetzt sind, die wir nicht auseinanderhalten können und die wir deswegen für etwas Kontinuierliches halten. Und andererseits ein zum Beispiel ein Planetensystem, ein Sonnensystem, wo die Frequenz einfach so gering ist, dass wir immer nur so diesen einen Planeten auf einmal durch die Gegend fliegen sehen und deswegen den irgendwie für was Einzelnes, Unabhängiges, für sich Stehendes halten. Ja, genau. Hier nochmal auf Englisch und in Originalsprache aus den Synergetics, der Paragraph 132. A point to able something may be much too small to be optically resolved into its constituent polyhedral characteristics, yet be unitarily differentiated as a black speck against a white background. Ja. Das zeigt auch schon so ein bisschen Fullers Hang dazu, eine eigene Begrifflichkeit für seine Gedanken zu entwickeln und seine neu geschöpften Begriffe leider nicht nochmal extra zu definieren, sodass man sich da teilweise durchfinden muss und teilweise ist auch Erstblick, nachdem man schon sehr viel gelesen hat und es immer noch nicht begriffen hat, aber also hier das Beispiel sozusagen a point to able something, das ist sozusagen einfach seine Formulierung für Punkt. Er wird das jetzt immer wieder benutzen, a point to able something, und das ist jetzt gerade noch selbsterklärend, aber es gibt einen Haufen Begriffe, die eigentlich wesentlich länger brauchen, bis man eigentlich checkt, was er eigentlich damit meint, was wohl auch der Grund ist, weshalb ausgerechnet dieses Buch, also die Synergetics, wo dieser ganze Geometriekram und die Verbindungen zur Wissenschaft, zur herkömmlichen, besonders ausgebreitet sind, einfach bisher noch nicht übersetzt wurde. Ja, das hier nochmal die Linie und die Ebene. Ja, lines became the one-dimensional substanceless logs that they floored together in their two-dimensional planar thicklessness rafts. Finally, they stacked these planar rafts one upon another to build a solid three-dimensional cube, but having none of the essential characteristics of four-dimensional reality, having neither temperature, weight, nor longevity. Und er meint, wie soll man denn eigentlich davon ausgehen? Wie soll man denn eigentlich damit jetzt irgendwas machen, irgendwas rechnen, damit denken, wenn es das alles eigentlich überhaupt gar nicht geben kann? Und gerade er hat es eben mit dem Würfel, der doch überhaupt nichts ist, der doch von alleine immer zusammenfällt. Und das ist doch, also, warum soll man denn in diesen Kategorien denken? Das führt natürlich aber auch dazu, dass es nicht so ein einfaches Dreieck gibt,
wie ich das gerade noch gesagt habe. Also es gibt natürlich diese dreieckige Konstellation von Perlen zum Beispiel oder sonstige Formen. Aber Fuller möchte eben nicht mit diesen dimensionsmangelnden herkömmlichen geometrischen Elementen arbeiten und besteht darauf, dass eben, wo eine Linie ist, oder was auch immer man jetzt als Linienersatz betrachtet, kann keine andere Linie sein. Das heißt, dieses Tetraeder, was man da unten sieht, wenn man sich die Ecken anschaut, sieht man, dass immer also sozusagen ein Stab da liegt und der andere sich dem annähert an der Ecke, aber dass sie nicht sich alle an einem Punkt vereinen. Und im oberen Teil des Bildes heißt es, dass sozusagen dieses Dreieck, von dem wir ursprünglich ausgegangen sind, halt eben schon, also das ist sozusagen eigentlich eine Spirale. Weil, also auf der einen Seite fängt sozusagen das Dreieck an, die erste Seite, sagen wir zum Beispiel hier, das wäre dann der zweite Stab oder die zweite Perle, die sich dazulegt, das wäre die dritte. Und die dritte kann jetzt hier sehr nah dran kommen, aber sie kann nicht genau schließen. Sie kann nicht genau an derselben Stelle sein, wo der ursprüngliche Stab steckt. Das heißt, sie würde sich hier auf diesen Stab drauflegen. Wenn man das Spielchen immer weiter spielt, würden sich diese Dreiecke einfach aufstapeln und plötzlich so eine dreieckige Röhre ergeben zum Beispiel. Weil Dreiecke in dieser Vorstellungswelt einfach eben nichts Zweidimensionales sind. Das ist ganz wichtig. Es gibt einfach nichts Zweidimensionales, deswegen kann auch kein Dreieck etwas Zweidimensionales sein. Das heißt, selbst noch so flach es auch sein mag, es hat immer eine kleine Ausdehnung in die dritte Dimension. Zumindest eine kleine. Hier wird das nochmal ein bisschen ausgeweist, also die verschiedenen Möglichkeiten, wie sich sozusagen Pseudolinien treffen können, wie sie miteinander in Beziehung treten können, also dass sie halt schon interferieren können, dass sie irgendwie aufeinander wirken können, dass sie sich verknoten können, dass sie sich gegenseitig verbiegen können, aber dass sie eben nicht beide genau am selben Punkt sein können. Rechts oben halt ein Beispiel für nochmal die Frequenz. Also dadurch, dass natürlich auch eine Linie oder eine Pseudolinie in diesem System nicht kontinuierlich ist, hat sie natürlich auch da Lücken. Klar, also. Und durch diese Lücken kann natürlich sozusagen eine andere Pseudolinie so sich so durchschlängeln. Das soll die rechte obere Darstellung abbilden. Ja, dimensions may be expressed only in magnitudes of time, energy, frequency concentrations and angular modulations. What we call length is a duration of experience and is always measured in time. Die etwas philosophischere Erklärung dafür, warum es keine gerade Linie geben kann, ist, dass Fuller meint, dass die Erfahrung einer geraden Linie, die tatsächliche Darstellung, die sozusagen Echtzeitdemonstration einer geraden Linie, es erfordern würde, dass sozusagen Dinge in Nichtzeit geschehen, also die absolute Gleichzeitigkeit. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, was das jetzt wieder mit Quantenmechanik zu tun hat, aber ja, er meint, das gibt es eigentlich nicht. Also Lichtgeschwindigkeit als die maximale Geschwindigkeit, also gibt es keine Gleichzeitigkeit, also gibt es auch keine gerade Linie. Also das ist erstmal ganz oben links die erweiterte Darstellung eines Kuboktaeders, den wir vorhin schon mal hatten. Und dieser Kuboktaeder, das hatte ich angedeutet, ist an sich keine wirklich stabile Konstruktion. Der klappt auch ein bisschen zusammen, weil er besteht zwar teilweise aus Dreiecken, hat aber andererseits auch quadratische Seiten. Also hier zum Beispiel diese quadratische Seite hier. Was passiert ist, dass er, also wenn man ihn langsam von oben zusammensacken lässt, leider habe ich jetzt gerade nicht also eine Animation einbauen können, die das tut,
Weil das sieht wirklich sehr hübsch aus, wenn man sich das mal anschauen kann, aber egal. Dann kommt er zuerst in diese Form. Und hier, das sieht man jetzt leider auf der Seite sehr undeutlich, auf der rechten ein bisschen deutlicher. Wenn man sich hier noch eine Kante dazwischen denken würde zum Beispiel, und hier ist diese Form wiederum ein Ikosaeder, also sozusagen der zusammengeschrumpfte Kuboktaeder, geht so kurz durch die Phase, wo er sehr viele Eigenschaften eines Ikosaeders annimmt, schrumpft weiter zusammen, wird zu einem Oktaeder, also diese nächst kleinere, in Anführungszeichen, Form, die sich aus Dreiecken zusammensetzt. Und man kann das jetzt noch weiterführen. Also wenn man dieses Oktaeder auseinanderfalten würde, könnte man das erst noch zu einem Tetraeder zusammenklappen und das Tetraeder dann wiederum zu einem Dreieck. Und Fuller empfand das als ein sehr, ja, da steckte sozusagen alles drin. Das Dreieck kann sich aufhalten zum Tetraeder, kann sich noch weiter ausbreiten zum Oktaeder und plötzlich zum Vektorequilibrium sozusagen, also zum Vektorengleichgewicht. Vektorengleichgewicht heißt das Kuboktaeder bei Fuller auch deswegen, weil alle Kanten gleich lang sind, und also gleich weit vom Mittelpunkt entfernt, und Kanten bzw. Pseudolinien bei ihm eigentlich häufig Vektoren darstellen. Also er meint, es gibt zwar keine gerade Linie im Sinne von einem Erleben von Gleichzeitigkeit sozusagen, aber es gibt natürlich Kräfte, die wirken. Die wirken zwar auch nie gerade, aber also als Linienersatz sind das bei ihm einfach häufig Vektoren. Ja, hier, also natürlich, wenn nichts kontinuierlich ist, dann ist auch die herkömmliche Vorstellung von einem festen Körper natürlich hinfällig. Es gibt nur Sachen, die schneller oder langsamer schwingen, oszillieren, ineinander fallen oder auseinander fallen. Und diese Sachen sind bei ihm auch halt Energiequanten, aber ja, und das ist eine weitere Wortschöpfung, also ein aggregate of falling ins is a body, also die falling ins. What you call an object or an entity is always an aggregate of interattracted entities. It is never a solid. Ja, interattracted entities, also miteinander wechselwirkende Wesenheiten, aber Wesenheiten würde ich schon wieder unterstellen, dass sie leben. Miteinander wechselwirkende Dinge, Ereignisse, wie auch immer man es ja halt übersetzen würde, wenn mal jemand das übersetzen würde, aber egal. Ja. Oh, da wollte ich eigentlich noch irgendwas anderes erzählen und habe es jetzt vergessen. Manchmal war da noch irgendwas? Das ist eine ein bisschen ähnlich aufgebaute Herangehensweise an Geometrie, die sich Quantengeometrie nennt, wobei Quantengeometrie an der Stelle nur heißt, dass es halt eine Geometrie ist, die von diskreten Werten ausgeht und eben nicht von einem Kontinuum. Sie fängt nicht an mit dem Punkt als erste Einheit und den zwei Punkten, die dann in eine Linie definieren, sondern mit einer Ebene als erste Einheit und den zwei Ebenen, die einen Winkel definieren, und den mit der dritten Ebene, die dann einen Punkt definiert und so weiter und so fort. Und kommen teilweise zu sehr ähnlichen Schlüssen wie Fuller. Das werde ich aber auch erstmal noch weiter überspringen. Ja, hier also sozusagen erst die Ebene, dann der Winkel, dann der Punkt. Und so weiter und so fort. Den Fußball hatten wir heute schon mal. Und ich habe darauf hingewiesen, dass man da ja diese berühmten Dreiecke gar nicht sieht. Das liegt daran, dass die geodätischen Kuppeln also sie
Jedes Element einer geodätischen Kuppel tut einerseits Druck tragen und andererseits manchmal Zug aushalten. Bemerkung, was eigentlich auch nichts Neues ist, das ist relativ bekannt, sage ich mal, das wird kein Ingenieur überraschen, dass die meisten Materialien auf Zug wesentlich stärker sind als auf Druck. Was man zum Beispiel an Hängebrücken sehr gut sehen kann, an Hängematten, versuchte Fuller systematisch auszunutzen, indem er eben bei seinen Konstruktionen prinzipiell versuchte, möglichst viel auf Zug zu bauen. Wir sind wahrscheinlich alle irgendwie mehr oder weniger durch Lego-Bausteine verseucht, die natürlich überhaupt nicht mit Zug bauen. Also alles, was man aufeinander stapeln kann, ist einfach reiner Druck. So. Ist furchtbar uneffektiv. Also, ja. Und das, was jetzt diesen Druck am besten aushält, ist eben das Dreieck, weil es so selbststabilisierend ist oder, wenn man das sehen will, das Tetraeder. Aber ein Fußball ist ja aufgeblasen und das heißt, er wird von der Luft im Inneren auseinandergehalten. Das heißt, man braucht dort kein weiteres Element mehr, das Druck aushält, sondern nur noch etwas, was den Fußball zusammenhält. Und dazu reicht halt diese Konstruktion aus Pentagon und Sechsecken sehr gut hin, wie auch beim Fulleren. Aber bei den geodätischen Domen, wo eben die Luft im Inneren nicht ausreicht, um das ganze Ding zu tragen, müssen sie noch mit Dreiecken ausgefüllt werden. Ja, ein Gefährt hängt an einer Speiche. Das soll nochmal diese Geschichte mit dem Zug etwas verdeutlichen. Wenn man sich zum Beispiel ein Fahrradrad vorstellt mit den vielen Speichen, dann ist man leicht verleitet zu denken, dass das Rad sozusagen auf einer Speiche ruht. Also dass man jeweils, das hier sei mal die Speiche, hier ist die Achse und das wird halt getragen. Die Speiche muss sozusagen stark sein und wird zusammengedrückt. Das Gegenteil ist aber der Fall. Die obere Speiche hängt sozusagen runter und trägt die Achse. Und die Speiche zieht sozusagen, ja, also die Speiche zieht am runden Teil des Rades, also am Rahmen. Und der Rahmen wiederum, also möchte sich sozusagen verformen, möchte so zu so einer Ellipse sich runterbiegen, wird aber wiederum von den zwei Speichen, die waagerecht sind, zusammengehalten. Auch wieder auf Zug. Das funktioniert alles auf Zug. Das ist eine... Also wenn man es schafft, sich das vorzustellen, sich zu vergegenwärtigen, ist es sehr einleuchtend. Ich habe leider gerade kein Bild mehr. Zur Linken, das ist die Darstellung eines Oktaeders, der auch nur auf Zug gebaut ist, also nicht nur auf Zug, weil also Zug alleine hält noch nichts auseinander, mit reinem Zug würde alles ineinander zusammenfallen, sondern der springende Punkt ist, dass hier die Druckelemente, also die drei Stäbe in der Mitte, die etwas dicker gezeichnet sind, sich noch nicht mal unbedingt berühren müssen und auch nicht aufeinander liegen, sondern nur sozusagen aneinander gebunden sind. Dass sie mit diesen Fäden, die sozusagen außenrum sind, ja, also dass das Kontinuierliche daran ist, was das Ganze zusammenhält, eben die Fäden sind, die nur auf Zug funktionieren, die keinerlei Druckkraft sozusagen aushalten können. Und dass alle Druckelemente so mehr oder weniger vereinsamt, einsam in der Gegend rumhängen und die Zugelemente sich eben, ja, das eigentlich Verbindende darstellen, auch das Vorherrschende. Diese Prinzipien von der Vorherrschung des Zugs, der Zugkraft und diese Formen finden sich natürlich an vielen, vielen Stellen wieder. Fuller selbst weist immer wieder darauf hin, dass er sich nicht angeschaut hat, wie die Natur gebaut hat,
oder baut oder wächst oder schwingt, sondern dass er sich eigentlich nur angeschaut hat, eben wie so eine Perlenkette funktioniert, was am stabilsten sein könnte, wie es irgendwie am vernünftigsten wäre, wie es am effizientesten wäre. Und dann überrascht festgestellt hat oder mehr oder weniger überrascht, dass er eben genau diese Muster, auf die er gekommen ist, immer wieder irgendwo wiederentdeckt hat. Das hier ist jetzt ein Radiolarium, eine Darstellung auch irgendwie Anfang 19. Jahrhundert, glaube ich. Das geht aber auch noch weiter. Hier nochmal zwei Modelle. Was wir hier sehen, sind Aneinanderkettungen von Tetraedern. Wenn man sozusagen ein Tetraeder hat und auf eine Seite dieses Tetraeders noch ein Tetraeder steckt und immer so weiter, ergeben sich daraus Spiralen. Fuller sah das als einen grundsätzlichen Hinweis darauf, dass unsere DNA, also diese Doppelhelix, eigentlich auch sozusagen aus Tetraedern gebaut ist. Das sieht auch sehr hübsch aus. Weitere, also sehr wesentlich präzisere Arbeiten darüber, wo auf biologischer Ebene sich diese Konstruktionsprinzipien wiederfinden, gibt es einige. Das hier ist jetzt mein Lieblingsbeispiel von Dr. Ingber, Scientific American, aus dem Januar 1998, also relativ frisch so. Der hat Experimente gemacht, in denen er versuchte, mit Modellen das Verhalten von menschlichen Körperzellen, vor allem Hautzellen und so Gewebe grundsätzlich zu simulieren und damit bestimmte Eigenschaften halt von Gewebezellen zu erklären, weil man bisher noch nicht so wirklich begriffen hat, ja, wie dieses Zytoskelett, also das Zellskelett eigentlich genau für die Form der Zelle zuständig ist, wie das eigentlich organisiert wird, wie das funktioniert, wie die einzelnen Zellen gegenseitig sich in ihrer Form abstimmen, beim Wuchs gegenseitig beeinflussen und so weiter. Und wie sie auch vor allem auf Veränderungen, also zum Beispiel auf Verletzungen, teilweise sehr schnell reagieren können. Hier links sieht man nun ein Modell, ich hoffe, dass das halbwegs zu erkennen ist, was wieder so eine Konstruktion ist, die einfach auf kontinuierlichen Zug optimiert ist, mit nur diesen einzelnen Stäben in der Mitte, die alle eben nicht gestapelt sind. Dort ist sie auf einer geraden Unterlage und dann wird rechts unten die Unterlage gewählt und darauf reagiert einfach diese Zugkonstruktion sozusagen, sie verändert ihre Form, sie passt sich an. Das ist relativ flexibel und sobald sich die Unterlage wieder glättet, wird sie wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Yeah, thus mechanical restructuring of the cell and cytoskeleton apparently tells the cell what to do. Very flat cells with their cytoskeleton stretched sense that more cells are needed to cover the surrounding substrate, as in wound repair, and that cell division is needed. Ja, also er meint eben, dass diese Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen der Umgebung, ja, sozusagen den Zellen sagen, was sie tun sollen, wie viele noch benötigt werden, welche überflüssig sind. Je nachdem, wie das Verhältnis von, was für einen Druck da gerade ausgeübt wird und ja, wie viel Platz doch ist oder ob gerade Platz verschwindet und so weiter. Und an dieser Stelle kommt jetzt wieder ein Bild, was praktisch diese Jitterbug-Transformation ist, die ich vorher hatte. Also hier ein Kubo-Oktaeder, das Vektorengleichgewicht. Fällt zusammen zu dem Icosaederartigen Teil, verschiedenen Zwischenstufen und klappt sich irgendwann praktisch fast zweidimensional hier auf. Das könnte man hier noch weiter zusammenfalten, bis es wirklich wieder ein Dreieck gäbe, also dass man das hier halt zusammenklappen würde und so, aber das Ding ist, dass das jetzt aber nicht eigentlich ein Jitterbug-Transformation darstellen soll,
sondern auch eine Modelldarstellung ist davon, wie ein bestimmter Teil des Zellskeletts funktioniert, wie der sich verändern kann, wie der sich verbiegen kann und immer wieder aufrichten. Und ja, Dr. Ingmar war einfach sehr überrascht, dass das praktisch genau diesem Jitterbug-Modell entsprach. Ich bitte um eine kleine Weile Geduld. Jetzt habe ich hier noch mehr, was ich jetzt aber natürlich irgendwie gerade selber überhaupt nicht sehe und nochmal neu zusammensuchen muss. Oder lasse ich das? Ach, egal. Also eigentlich hatte ich mir jetzt noch ein paar Zitate von Fuller ausgesucht, wo es irgendwie so um seine grundsätzliche Sicht auf die Welt, die Wissenschaft, die Mathematik und alles Mögliche ging. Es wird jetzt gerade aber ein bisschen zu langwierig, das wieder zusammenzusuchen, deswegen das Improvisieren. Wie viel Zeit habe ich eigentlich überhaupt noch? Dann würde ich sagen, also da ich also gar nicht mehr so viel Zeit habe, wie ich eigentlich erwartet habe, erstmal irgendwelche Fragen bis hierhin. Da hinten. Was sagt denn die traditionelle Mathematik dazu? Nochmal, kannst du das wiederholen? Was sagt denn die traditionelle Mathematik dazu? Ich meine, wenn jemand sagt, Punkte, Ebenen, Geraden gibt es nicht, was ist denn da der Rückkommentar? Die Mathematik behauptet natürlich auch nicht, dass es das gäbe. Die Mathematiker, nein, nicht die Mathematiker, das ist jetzt eine blöde Verallgemeinerung. Also die, ja, sozusagen Lehrmeinung ist halt, das sind alles Abstraktionen, das soll nur Abstraktion sein. Das ist nicht die Realität. Mathematik ist ein abstraktes System von Axiomen, von denen halt logisch abgeleitet wird. Und man kann sich als Axiom suchen, was auch immer man will. Man kann Regeln aufstellen und von denen aus dann seine Lieblingsmathematik, seine Lieblingsgeometrie herleiten. Das ist auch gerade die letzten 100, 150 Jahre besonders durch Sache gegangen, irgendwie mit nicht-euklidischen Geometrien, wo es dann plötzlich, also sozusagen nicht mehr die Geometrie einer Ebene, sondern mehr die Geometrie einer Kugel ist oder ähnliche Dinge. Fuller ist damit auch gar nicht uneinverstanden. Also er meint, das stimmt natürlich auch alles, das ist auch alles logisch, das ist natürlich alles logisch abgeleitet, aber es interessiert ihn einfach nicht so richtig. Also er meint, er sieht nicht ein, wozu man eine Mathematik entwerfen soll, die mit der Realität relativ wenig zu tun hat, um dann furchtbar komplizierte Rechnungen zu brauchen, um mit dieser Mathematik wieder die Realität beschreiben zu können. Und er meint, das ginge alles viel einfacher, wenn man sich von Anfang an halt anschaut, wie es tatsächlich ist und davon dann die Mathematik herleitet. Also er interessiert sich auch nicht besonders für mathematische Beweise und das macht es ein bisschen schwierig, einige seiner Sachen wirklich wissenschaftlich zu diskutieren, weil es interessiert ihn einfach nicht. Es gab einzelne Leute, also Arthur Loeb zum Beispiel, also er hatte durchaus Fans unter Mathematikern, die das dann versucht haben, die das dann nachgereicht haben. Leider habe ich das entsprechende Buch in keiner Berliner Bibliothek bisher gefunden, also auch Fullers Sachen selbst sind gar nicht so leicht zu finden. Ja, und er meint einfach, diese mathematische Vorgehensweise ist für ihn relativ irrelevant. So. Und Ja, was auch noch ganz interessant ist, das hatten wir auch vorhin, ganz häufig war es so, dass man geforscht hat und dann hat man was rausgefunden und dann 5 Jahre später man, oh, das hat ja Bucky schon mal so in der Art irgendwo gehabt. Und die Leute wissen nicht, dass es Bucky gibt und man findet dann erst später raus, dass es diese Formen und diese Ideen in einem ganz anderen Zusammenhang schon vorher gab. Und das ist ganz häufig bei Buckminster Fuller so. Also die Leute, die die Buckminster-Fullerene entdeckt haben zum Beispiel, ich habe leider gerade den Namen vergessen, also die wussten das eben, das waren Menschen gewesen, die waren auf der Weltausstellung in Montreal gesehen, hatten seinen Pavillon für Amerika gesehen und erinnerten sich halt daran. Und die haben für diese Entdeckung der Fullerene einen Chemie-Nobelpreis bekommen. Also das ist schon sehr
heftig gewesen. Diese Fullerene sind auch sehr praktisch jetzt gerade für Nanotechnologie, weil man einfach Sachen drin einschließen kann sozusagen, weil man, wenn man die Pentagone anders setzt, beziehungsweise mehr Pentagone hin tut, auch Röhren draus bauen kann und das in unterschiedlichen Frequenzen funktioniert und so weiter und so fort. Ja. Ja. Noch Fragen? Meines Wissens hat Buckminster Fuller ein Patent eingereicht für die geodätischen Kuppeln. Weißt du, ob das mehrere sind, ob das eins ist und wie das mit der Gültigkeit davon ist? Also ich bin mir nicht sicher, wie viele Patente er insgesamt eingereicht hat. André sagt gerade 152. Also die eine Bibliothek, wo ich die meisten Sachen von Fuller dann doch gefunden habe, ist die der Architekten der TU. Leider eine Präsenzbibliothek. Das heißt aber auch, wenn man da hingeht, kann man sicher sein, dass die Bücher tatsächlich da sind. Dort ist ein vierbändiges Werk, größer als DIN A4, die Patente von Buckminster Fuller. Die Sache mit den geodätischen Kuppeln war, dass die... Also die Rechnungen, um die Maße der Einzelteile rauszufinden, lange relativ kompliziert waren, also noch so, weil die Computer das einfach nicht hergaben. Und es gab sozusagen Tafeln, wo für einen bestimmten Grundriss dann die Länge der Einzelteile berechnet vorlag. Und Fuller hatte aber halt ein Monopol auf diese Tafeln. Und er hat die auch nur seinen Subcontractern, also seinen Lizenznehmern verraten. Das ist inzwischen überholt, also es gibt auch mehrere Seiten im Netz, die kleine Programme gebastelt haben, wo man sagt, so, ich will einen Dom der und der Größe bauen, wie lang müssen denn meine Einzelteile sein? Und deswegen funktioniert das auch mit dem Patent nicht mehr so ja, gut, wie es damals halt funktioniert hat, aber da hat er auf jeden Fall eins drauf. Und auch noch einen Haufen andere Sachen auch eben. Ja. Noch eine Frage? Du sagst ja, dass Buckminster Fuller das gemacht hat oder diese Geometrie entwickelt hat, weil er seiner Ansicht nach das einfacher wäre. Aber mir ist ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar, wie er aus diesen, eher makroskopischen Überlegungen heraus so Sachen wie, weiß ich nicht, Quantenphysik oder Atomphysik einfacher berechnen kann. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Oder hat er es dafür gar nicht gemacht, sondern wirklich nur so für, für so ingenieurtechnische Überlegungen? Also er hat sich selbst hauptsächlich mit den ingenieurtechnischen Überlegungen beschäftigt, weil ihn das auch mehr interessiert hat, weil er auch grundsätzlich einfach so ein Technokrat war, ein totaler Effizienzfan, der irgendwie meint, er hat jetzt die Lösung für die Probleme der Menschheit, weil wir einfach alle nur so schrecklich ineffizient bauen, dass wir ja einfach nicht genug für alle haben und das doch alles viel besser machen könnten und so. Ich habe leider jetzt von Atomphysik zu wenig Ahnung, um das wirklich zusammenlöten zu können. Es gibt aber Leute, die das gemacht haben, die gerade auch Atommodelle entworfen haben, die dieses Spannungsprinzip auf jeden Fall verwirklichen. Und man kann es vielleicht ein bisschen besser verstehen, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel eben unser Sonnensystem und sowas wie Erdanziehungskraft, dass die Erdanziehungskraft eben eine Zugkraft ist. Also, dass wir hier lauter kleine Planeten haben, die sozusagen die Druckelemente sind, die auch nur von ihren verschiedenen Anziehungskräften halt zusammengehalten werden, von den Zugkräften. Aber, ja, wie gesagt, da kann ich leider nicht wirklich ins Detail gehen. Ja, okay. Ja, noch eine Frage? Das sollte sozusagen nochmal die Zusammenfassung werden, um euch nochmal richtig ins Gehirn zu prügeln, was eigentlich die Essentials des Vortrags waren. Und das, als die Spielerei, was mich sehr ärgert, dass ich da kein Bild mehr zu gefunden habe, weil ich habe das Bild sehr lebendig vor Augen. Auf der Ingenieurskonstruktionsebene kann man diese Dome eben
also die Frequenz immer weiter erhöhen, man kann sie unendlich groß bauen eigentlich. Eben dadurch, dass sie nicht gestapelt gebaut werden, nicht auf Druck gebaut werden, sind sie auch unabhängig von zum Beispiel Erdanziehungskraft. Das heißt, sie werden auch, also solche Konstruktionen viel in der Raumfahrt verwendet, an verschiedenen Stellen, wo man viel Druck aushalten muss. Und wenn man sie nur groß genug baut und halt als Kugel baut und nicht nur als so ein Bruchteil einer Kugel, also desto größer man sie baut und desto größer die Frequenz ist, desto höher die Frequenz ist, desto unerheblicher ist die eigentliche Masse der Kugelhülle im Verhältnis zum Kugelvolumen. Das ist auch also nach normaler Mathematik so. Und wenn man das nur groß genug macht und das so macht, dass sozusagen diese Kugelhülle wirklich die Luft, die da drin ist, einschließt, diese Kugelhülle vielleicht transparent ist, muss man jetzt überlegen, was das geeignete Material für diese Umhüllung wäre, könnte eine sehr, sehr große Kugel allein durch Sonnenlicht erhitzt werden. Und es würde reichen, wenn die Luft in der Kugel, also in dem vollständigen Dom, 1-2 Grad wärmer ist als die umgebende Luft und das Ding würde abheben. Diese Kugel wäre dann bereits so groß, dass man da auch noch eine Stadt reinbauen könnte, ohne dass es an ihrem Gesamtgewicht großartig was ändert. Und diese Kugelstädte könnten einfach so auf, ja, sagen wir mal, 3.000 bis 5.000, 6.000 Meter Höhe durch die Gegend schweben, bräuchten keinerlei weiteren Energieantrieb, einfach allein die Sonne heizt das Ding im Innern auf, die Luft kommt nicht raus, das Ding wird leichter, dehnt sich ein bisschen aus, wird leichter als die umgebende Luft und wir haben schwebende Städte, also nicht fliegende, weil sie verbrauchen ja keine Kraft, sie schweben einfach und wir haben das schon mal, also ich habe das natürlich schon häufig Leuten erzählt, was mich einfach sehr geflasht hat, irgendwer wollte das nicht glauben und meinte, aber da gibt es doch irgendwie Stürme, da muss doch irgendwas passieren, das kann doch nicht gut gehen so. Und wir haben das irgendwie nachgelesen und natürlich tun auf dieser Höhe Stürme teilweise entstehen. Sie wirken aber noch nicht richtig. Also da oben ist es eigentlich relativ ruhig. Wirklich wild werden die Stürme erst drunter. Das heißt, diese Kugeln könnten echt einfach ungestört durch die Gegend schweben und ja, also das sollte sozusagen der Ausblick sein, aber ich habe leider das Bild nicht mehr gefunden, was es dazu gibt. Ja, noch eine Frage? Was? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Die Stabilität dieser Strukturen, also die skalieren sozusagen unendlich groß, die sind nicht irgendwann. Ach so. Okay. Also das ist eigentlich, das funktioniert relativ größenabhängig und größenunabhängig sozusagen und. Ich habe es nicht im Kopf. Also ich könnte es jetzt raussuchen, aber ich habe es nicht im Kopf. Also André schätzt, es waren da irgendwie 1, irgendwas Kilometer. Ich würde es auf größer schätzen, aber... Du hast ja eben geschildert, dass mit einer Frequenzerhöhung dieses Verhältnis von Volumen der Hülle zum Volumen des gesamten Körpers sich verändert? Wie legst du das Volumen der Hülle fest? Das hatte mich ein bisschen verwirrt. Nicht unbedingt das reine Volumen der Hülle, sondern einfach die Effizienz der Hülle. Also desto höher man die Frequenz macht, desto mehr nähert sich die Hülle einer Kugel an. Also am Anfang ist sie einfach noch dieses Ikosaeder. Und das wird eben immer kugeliger, immer glatter und dadurch einfach immer dünner. Also ich hab so ein bisschen den gegenteiligen Effekt bei mir. Ich konstruiere im Moment so eine Kuppel, gehe da in die dritte Frequenz bisher. Aber je höher die Frequenz ist, die ich wähle, desto höher wird meine gesamte Strebenlänge. Sprich, das Rohr, das man dafür halt benötigt, um es ja, dann auf der Ebene stimmt das natürlich. So. Also, ja klar, wenn ich also nur einen so einen Zacken habe, dann verbrauche ich möglicherweise weniger, als wenn ich irgendwie so einen Zickzack da habe. Klar. Genau, also in einer konstruktionstechnischen Realität ist es halt so, dass du mit einer Frequenzerhöhung das ganze Ding wesentlich schwerer machst.
aber das hängt auch davon ab, was für Stäbe du verwendest. Also wenn du so lange Stäbe hast, dann brauchst du halt auch dickere, als wenn du nur so kleine hast. Ja, das ist richtig. Man kann natürlich kleiner werden, das stimmt. Eben. Also. Viel Spaß beim Puzzeln. Aber das... Also das Ding, worauf ich da hinaus wollte, war halt, dass das so ein Dreieck sozusagen natürlich auch tiefer ist, als wenn ich diese Geschichte habe. Warte mal, da ist noch jemand mit dem Mikro, der eigentlich schon eine Weile wartet. Aber das Mikro will nicht. Ah, doch, jetzt okay. Ist es. Ja, also ein Problem, was ich sehe, wenn man die Konstruktion immer größer macht, also ich meine, das waren ja eindrucksvolle Beispiele, die du da auch als Foto gebracht hattest, also sie offensichtlich da stehen und funktionieren, aber ich denke, es ist irgendwann, wird es doch dadurch, oder es gibt ein Stabilitätsproblem, dadurch, dass die Wölbung ja relativ gering wird, beziehungsweise dass das Stückchen, was die Streben länger sind, als wenn es an der Stelle flach wäre, dass das ja dann im Verhältnis zu ihrer Länge sehr gering ist. Das heißt ja, dass die letztlich, dass die einzelnen Streben, wenn der Druck von außen kommt, müssen die den ja abfangen. Sonst klappt ja auf einmal so ein Teil, was ein bisschen nach außen steht, auf einmal nach innen. Und ich vermute mal, wenn es einmal anfängt, dann kann man nur sehen, dass man möglichst schnell aus der Halle rauskommt. Also bei diesen fliegenden Konstruktionen wäre das ja schon wieder das Ballonprinzip, also dass die Luft von innen gut nach außen drückt. Ja, wenn ich jetzt als Halle denke, nicht? Also dann ist das Problem, dass wahrscheinlich, also dass man dann von der, wie du sagst, von der Fertigung her dafür sorgen muss, dass die Streben stabil genug sind, um das abzufedern und auch dann wahrscheinlich sehr exakt gearbeitet sein. Ich vermute Sie müssen mal, es geht sehr exakt da um Millimeter sein. Oder weniger. Das ist ein weit verbreitetes Problem, also mit der genauen Fertigung und Berechnung der Streben. Also einerseits stimmt das nicht, dass das immer flacher werden muss, weil also dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Das ist halt besonders praktisch auf der Erdoberfläche, dass man halt eine große Fläche mit möglichst wenig Material überspannen will, aber wenn man die Teile schwebend baut, dann sind das natürlich schon auch vollständige Kugeln. Anderes Ding ist, dass Fuller immer darauf bestand, dass diese Sachen industriell gefertigt und professionell berechnet werden müssen. Also dass die Einzelteile wirklich Fabrikproduktion sind, dass auch seine, also er hat verschiedene Wohneinheiten sozusagen, Einzelhäuser, wenn man so will, entworfen, wobei die Idee war, ein Einzelhaus zum Preis eines Kleinwagens verkaufen zu können. Das haben verschiedene Leute versucht nachzubauen, die auf große Probleme gestoßen sind, weil diese Dinge eben dafür gedacht waren, industriell gefertigt zu werden und nicht, ich stelle mich jetzt in meinen Garten und bastel mir da ein bisschen was, am besten noch aus Holz. Ganz im Gegenteil, Fuller wollte, dass einfach die modernsten Materialien, das stärkste Zeug verwendet werden und einfach so exakt wie es geht. Und das kann man natürlich zu Hause jetzt nicht mal kurz so zurecht basteln. Also, ja. Ja, noch eine Frage da hinten, ja. Hast du eventuell mal ein Beispiel, wie man, also die unterschiedliche Rechnung, zum Beispiel in klassischer Mathematik und mit der Mathematik Fullers? Also irgendwas Einfaches. Also ich hielt eigentlich immer das Beispiel mit dem Tetraeder und dem Würfel schon für sehr eindrücklich, aber praktische Beispiele. Navigation? Also das ist jetzt sozusagen schon fast die Werbung für meinen Bücherstand, aber also ein sehr praktisches Beispiel wollte ich jetzt nicht erwähnen, weil ich es einfach gerade selber verkaufe. Das ist seine, seine Weltkarte. Also er hat einen Globus entworfen, der zum selber basteln, der die Form eines Ikosaeders hat und wenn man den noch glatt ausgebreitet hat, ist das die verzerrungsfreiste Darstellung der Erdoberfläche, die es eben in ebener Form gibt. Aber das ist trotzdem nochmal ein anderes Beispiel. Also es ist halt einfach die Anwendung, die Erde umschlüsselt, die daraus entstanden sind beim Militär etc. Also dass das Problem ist wirklich, dass er angetreten ist, um halt lauter Sachen, die es teilweise in der Militärtechnik schon gab, einfach für die zivile Nutzung zu entdecken, da Publicity zu machen. Und also das beste Beispiel ist vielleicht dieses Domzelt, was jeder kennt, was ich zwischendurch ganz am Anfang in der Slideshow hatte. Also zwei biegbare Stäbe,
also Minimum halt zwei, die sozusagen gespannt werden. Und das viereckig gegenkonstruierte Zelt, das weiß jeder, dass sie nicht besonders stabil sind, wenn man so ein viereckiges Zelt zu stapeln versucht. Also, keine Ahnung, aber ansonsten sind das einfach wirklich seine eigenen Bauten, die einfach riesig sind, teilweise eben die größte Strecke überspannen, ohne Zwischenpfeile, ohne zusätzliche Säulen zu brauchen und solche Sachen. Strommasten sind zum Beispiel ja alle in sozusagen Dreiecke aufgeteilt, wenn man so will. Weshalb sie auch der Eiffelturm, was immer ihr wollt. So. Selbst beim Lehrter Bahnhof, dessen Einzelzellen eigentlich schon viereckig sind, müssen sie die Dreiecke außen nochmal draufspannen, damit das Ganze überhaupt hält. Also, wenn es jetzt noch Fragen gibt, ich stehe morgen, übermorgen und überübermorgen, ach, nicht mehr, schade, noch hier direkt gegenüber am Bücherstand und rede immer gerne weiter und weiter. Ich kann auch gerne noch mal eine halbe Stunde darüber reden, was ich an Fuller alles scheiße finde, das gibt's auch, das ist jetzt leider weggefallen, da gibt's genug, ja, also, bis dann.